In dem heutigen Video geht es um das Thema Auswandern, also Deutschland verlassen. Was muss man unter Umständen berücksichtigen? Was muss man machen? Mein heutiger Gast hier ist der Stefan. Viele von euch kennen ihn auch von YouTube. Er hat auch einen YouTube-Kanal hier. Genau. Den werde ich auch gleich unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken, falls ihr euch das interessiert, dass ihr da auch nochmal auf jeden Fall gucken könnt. Hallo zusammen, genau. Ich habe einen YouTube-Kanal. Genau. Am meisten Infos von mir findet ihr unter www.s-crew.de. Da gibt es den Punkt Videos, da liegen viele alte Videos, da liegen auch die neuen Videos. Da gibt es unseren Blog, da gibt es die Möglichkeit, euch für ein Newsletter anzumelden. Da gibt es den Punkt Support, Bilder von unserem Gästehaus. Und ja, ich glaube, das ist die Seite, die man am besten verlinkt, s-crew.de. Und gut, dann findet ihr alles, was ihr braucht. Ja. Genau. Ich lebe jetzt im vierten Jahr fest hier in Thailand. Mhm. Und heute geht es ja um das Thema Auswandern, also Deutschland verlassen. Dass wir da mal drüber sprechen, welche Punkte man da vielleicht beachten muss, ne, was man vielleicht nicht vergessen darf, um dann eben vielleicht auch mal irgendwann nicht irgendwelche Schwierigkeiten in Deutschland vielleicht zu bekommen. Ja. Ja. Beschreib doch mal, wie deine Auswanderung oder deine Abmeldung zumindest vonstatten gegangen ist. Also erstmal grundsätzlich, dass ich im Alter auswandern werde, das war mir schon klar, als ich meine Frau kennengelernt habe. Und wir sind nun immerhin schon seit 1999 verheiratet. Das habe ich schon vorher gefasst. Das heißt, ich habe auch all die Jahre, wo wir zusammen waren, immer schon diese Auswanderung ein bisschen vorbereitet, indem wir hier das Land gekauft haben, das Haus gebaut haben. Ich kann jedem nur raten, mal eben hoppeldihopp auswandern. Ist schwierig. Es macht Sinn, das langfristig vorzubereiten. Ja. Darauf will ich hinaus. Dann haben wir, als dann uns hat halt Covid kalt erwischt, daraufhin habe ich im Prinzip die Wirtschaftlichkeit meiner Firma verloren. Das hat alles keinen Sinn mehr gemacht. Ja. Dann war klar, okay, jetzt ist der Punkt. Die Tochter war mit der Ausbildung durch. Die hat bei mir die Ausbildung gemacht. Ja. Die war dann auf eigenen Füßen. Und dann war klar, okay, wir können jetzt gehen. Und dann habe ich im Prinzip noch mal so ein Dreivierteljahr, jahrelang intensiv mich jeden Tag gekümmert. Das fängt bei ganz vielen Dingen an. Du musst ja so einen Haushalt auflösen. Ja, das ist es. Also vorbereiten. Sperrmüll anmelden, aussortieren, weg. Du kannst den ganzen Kram ja unmöglich mitnehmen. Und wenn, wäre es idiotisch, weil das ist viel billiger, das neu zu kaufen. Je nachdem, natürlich klar, wenn du jetzt in die Schweiz auswanderst, bestellst du den LKW und karst den Kram darüber. Aber so wenn du mal weg, eben nach Asien gehst, und zumal wir hier einen eingerichteten Haushalt hatten. Ja. Also diese ganzen Dinge sind natürlich zu beachten. Dann sind diese ganzen, also was ich gemacht habe, ich habe mir die Kontoauszüge der letzten 2 Jahre genommen und habe mal geguckt, wer bucht denn alles bei mir ab. Und habe eine lange Liste gemacht. Rundfunkgedöns, Versicherungen, der ganze Kram. Dann habe ich die alle auf eine Liste gepackt. Und habe gesagt, okay, denen musst du ja alle mal Bescheid sagen. Ja, genau. Ja, dann habe ich alle Versicherungen angeschrieben. Dann gab es natürlich Versicherungen, die gesagt haben, ja klar, Herr Kluth, kein Problem. In dem Moment, wo sie nicht mehr in Europa gemeldet sind, erlischt ja sozusagen der Versicherungsgrund. Dann sind sie raus. Es gab aber auch solche, zum Beispiel einen Mobilfunkanbieter, der hat rumgezickt. Da wollte ich aus dem Vertrag nicht rauslassen. Ja, nachdem ich dann den zweiten Brief unter Nennung 2, 3 Paragraphen genannt habe, die ich ja in den anderen Briefen überall genannt bekommen habe, war es dann kein Problem. Ich sagte, ich bin raus aus Europa. Es gibt keine Vertragsgrundlage mehr, ob euch das schmeckt oder nicht. Ja. Und dann war das auch erledigt. Und dann war ich auch raus aus dem Vertrag. Dann gibt es aber so Sachen wie, ich habe zum Beispiel meine deutsche Handynummer fast 20 Jahre gehabt. Die wollte ich jetzt nicht hergeben. Was machst du denn dann damit? Also habe ich mich schlau gemacht. Zu welchem Prepaid-Anbieter kann man denn noch eine Nummer portieren? Damals war das möglich mit Alditalk. Ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht. Da konnte ich meine Nummer hin portieren. Jetzt habe ich da so ein billiges Handy drin liegen. Da ist die deutsche SIM-Karte drauf. Und ab und zu habe ich dann noch mal einen Anruf in Abwesenheit. Ich meine, das wird immer seltener. Ja. Und dann google ich die Nummer erstmal. 50% ist dann irgendein Schrott. Aber es kommt auch durchaus vor, dass noch mal eine ehemalige Kundin mich anruft oder irgendein Kumpel, von dem ich lange nichts gehört habe. Und dann sehe ich das ja in meinem Adressbuch, wem die Nummer gehört, und kann die Leute dann entsprechend kontaktieren. Also solche Sachen sollte man auch im Hinterkopf behalten. Dann habe ich natürlich den Riesenvorteil, unsere Tochter wohnt noch an unserer alten Meldeadresse. Das heißt, wenn das Finanzamt was schickt,
Oder irgendeine Krankenkassengeschichten und so. Das landet alles bei ihr, die scannt das ein und schickt das rüber. Ja, okay, ich denke, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, dass man auch irgendwo eine Folgeadresse hinterlässt. Nicht unbedingt hier im Ausland, sondern in Deutschland, wo Post vielleicht noch zugestellt werden könnte, was vielleicht wichtig ist, gerade vom Finanzamt. Da gibt es ja auch Firmen, die sowas anbieten. Ja, gibt es auch. Ne? Ja. Aber nicht, dass man mal nach Deutschland nach 2 Jahren wieder einreist und dann an der Grenze festgehalten wird, weil eben noch irgendwelche Steuersachen offen sind oder Fragen oder sonst irgendwas. Und da kommt immer noch was. Wir hatten das ja auch. Ganz am Anfang habe ich mal ein Video, da kam eine Rechnung von 7.000 Euro irgendwas von Supras Krankenkasse, weil die nicht geschnallt haben, dass Supra auch weg ist. Ja? Und ich das nicht geschnallt habe, dass die das nicht geschnallt haben, das haben wir dann auch geregelt. Hat an die Hälfte oder was gekostet, war immer noch 3.500, die ich da bezahlen musste. Aber so Sachen passieren und die kommen garantiert. Also da vielleicht auch noch den Tipp, in dem Auswanderbudget, was man hat, einfach für solche Dinge, die da noch kommen können, eine gewisse Reserve zu lassen. Ja. Das kann ich also auch nur dringend raten. Ja, ich denke auch, nur mit der Abmeldung sind auch nicht wirklich vielleicht immer sofort alle Rechnungen erledigt, sondern das dauert vielleicht bei manchen Firmen, Gesellschaften oder was man alles angemeldet hat. Ja, Rundfunkanstalt, die kamen dann nach 2 Jahren noch hier. Ja, siehst du, ne? Ja. Ehemals GEZ oder was, da war ein riesen Tamtam. Ich sage, Leute, ich habe mich da abgemeldet bei der Gemeinde. Wenn ich mich da anmelde, dann wisst ihr automatisch Bescheid. Wenn ich mich abmelde, das wissen wir nicht. Ich sage, das gibt es doch gar nicht. Dann habe ich denen aber die Abmeldebescheinigung nachgereicht, dann war das auch erledigt. Mhm. Dann sollte meine Tochter aber für den gesamten Zeitpunkt, wo sie dann da gewohnt hat, nachzahlen. Aber auch das ist dann tatsächlich zum Anwalt gegangen. Also siehst du, mit Anwalt haben die sich dann auf eine Regelung eingelassen, aber das war halt auch nicht so einfach. Ne? Aber generell die Abmeldung der GEZ war für dich erstmal problemlos, dann, wenn seitdem die Schreiben ich habe halt immer. Ich habe halt immer angegeben, wir gehen ins Ausland. Und was ich dann noch machen musste, ich musste dann die Abmeldung der Verbandsgemeinde irgendwann noch nachreichen, wo dann auch drin stand, abgemeldet ins außereuropäische Ausland. Aha, okay. Also das Ding musste dann nachträglich nochmal an alle. Ich sage ja, noch bin ich ja nicht weg, aber sobald ich das habe, reiche ich das nach. Und dann habe ich das allen nachgereicht und das habe ich auch an alle per Einschreiben nachgereicht. Das kann ich also auch nur empfehlen. Was vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ich bin ja hier rüber ausgewandert mit meiner Frau, thailändische Staatsbürgerin, mit einem Aufenthaltstitel für Deutschland, unbegrenzt mit Arbeitsgenehmigung, mehr geht nicht. Aber thailändische Staatsbürgerin, super ist keine, hat nicht den deutschen Pass gemacht. Aha. Wenn du, ich meine, es sind 6 Monate, das ist aber unter Vorbehalt, ich weiß das nicht genau. Wenn du deinen Lebensmittelpunkt länger wie 6 Monate ins Ausland verlagerst, dann erlischt dein Titel, egal welchen du hast. Der ist dann weg. Das egal, heißt, wie lange du den auch schon in Deutschland hattest? Spielt keine Rolle. So, das heißt, wenn du jetzt länger wie 6 Monate raus bist und willst dann wieder rein. Ist dein Visum oder dein Aufenthaltstitel, ist ja kein Visum, ist dein Arbeitstitel, alles weg. Es sei denn, du gehst vorher zu deiner zuständigen Kreisverwaltung und lässt dir da einen entsprechenden Schrieb ausstellen, dass das nicht erlischt. Aha, okay. Das geht. Das machen die nicht besonders gerne. Das war in unserem Fall auch ein bisschen Diskussion. Da wurde mir damals gesagt, ja, das machen wir nicht mehr. Dann habe ich gesagt, das heißt aber, ihr habt das doch schon mal gemacht. Ja. Es gibt ja einen Gleichheitsgrundsatz in Deutschland. Dann wurde ein bisschen diskutiert. Und ich will da auch nicht nachtreten, deswegen nur so viel. Wir haben den Wisch dann auch bekommen. Ich weiß von anderen, die den mittlerweile auch bekommen haben. Ich habe sogar mal 1-2 Leuten, die hier waren, unseren gegeben. Ich habe natürlich alle personenbezogenen Daten da wegkopiert. Und wenn man dann sowas hat, kann man auch sagen, hier, guck mal, den Wisch gibt's ja. Und dann erlischt dieser Titel nicht. Wobei, eine Sache ist dann wichtig, dann kannst du zwar einreisen, aber die Ausländerbehörde kontrolliert dann schon, sind denn die Voraussetzungen dafür noch gegeben? Also, wenn die Supra jetzt wieder nach Deutschland, die könnte dann einreisen, wenn die dann aber bleiben will, müsste sie schon auch wieder nachweisen, wie verdient sie ihren Lebensunterhalt, wo ist sie gemeldet und. Jetzt haben wir unsere Tochter in Deutschland, die könnte jederzeit sagen, ich sorge für die Mama, die wohnt in meinem Haus, die Tochter hat ja das Haus schon. Ja, ja. So, dann wäre das für uns kein Problem. Aber das darf man natürlich nicht aus dem Hinterkopf vergessen. Also das sind so Dinge, nicht nur den eigenen, sondern auch die der Partnerin oder des Partners. Das muss man alles mitdenken. Ja. Ich würde sagen, das ist ja auch wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil man kann ja auch an der Grenze schon abgewiesen werden unter Umständen, wenn die den Pass sehen und sehen, oh, okay, er hat zwar Aufenthaltstitel, vielleicht auch unbefristet, aber ist länger als ein halbes Jahr ausgereist gewesen, dann können die an der Grenze sagen, so, das machen die. Jetzt haben sie ja gar kein die Visum. Die können nicht, das machen die. Dann bräuchte sie theoretisch ein Visum, ne? Sie müssten Visum antragen. Normales. Genau, bräuchte ein Bürgen in Thailand, bla bla bla, den ganzen Scheiß. Ja. Genau.
Das ist ja nicht das uninteressant. Braucht das die Sofa aber nicht, weil die diesen Zettel mit dem Amtstitel aus der Zettel ja, okay. und sagt, hier, ja. da steht zwar drauf, ist abgelaufen, ja. aber hier ist die Verlängerung. Mhm. Ja, aber genau. da denkt ja nicht unbedingt jeder dran, wer, nee, wenn das, man das nicht weiß. Wenn man das nicht weiß, so ist blöd, genau. Ne? Also deswegen habe ich ja eben schon gesagt, man muss das Ganze vorbereiten. Ja. Mhm. Immer einen Block auf dem Nachttisch haben. Ja, also ja, ja, ja. Ich war so, ich habe das immer, mache das heute noch, ja. wenn ich dann nachts auf und denke, oh, oh Moment, das darfst du nicht vergessen, dann schreibe ich mir 2, 3 Stichpunkte ja. auf. Und so habe ich das damals auch gemacht. Ich habe also Listen gemacht und dann habe ich die von oben nach unten abgearbeitet. Ja. Ne? Ich denke, es ist auch wichtig, ne? Also so holter die Polter mal zu sagen, ach weißt du, heute wandern wir mal schnell aus. Genau. Da ist also dringend von abzuraten. Ja. Weil das gibt im Nachhinein garantiert Probleme. Ist auch die Frage, wenn man jetzt in Deutschland noch ein Bankkonto erhält, wie ist das ja. steuerlich anzusehen? Ja. Das muss man denken, das muss man überlegen. Am ja. besten kann ich nur jedem raten, sich jemanden zu suchen, der sich da auskennt. Ja. Also Steuern mit einem Steuerberater besprechen. Nicht jeder Steuerberater berät auch. Sucht euch bitte einen Steuerberater, der wirklich berät. Hab ich. Ja. Also kann ich nur empfehlen, ja. Und vielleicht auch das ein oder andere mit einem Rechtsanwalt besprechen. Ich bin zum Beispiel damals auch nochmal zum Rechtsanwalt. Ich sage, hör mal, Ralf, was ist denn mit meinem Testament und dem Testament meiner Frau? Wenn uns in Thailand was passiert, was muss denn die Tochter in Deutschland machen? Welches Recht gilt denn dann? Fallt ihr denn jetzt unter das thailändische Erbrecht vielleicht sogar? Ja, unser Lebensmittelpunkt ist hier. Ne? Mhm. Wir müssen jetzt hier ein neues Testament ja. machen, da wir auch in Deutschland nichts mehr besitzen. Ja, ja, also das ja. war dann mit ein Grund, warum ich gesagt habe, wir behalten in Deutschland nichts. Die Tochter hat eh schon alles. Die Tochter hat das Haus, die Tochter ja. hat alles bekommen. Allerdings gibt es natürlich auch da Verträge drüber, dass wir das im Prinzip zur Not auch rückverlangen können. Mhm. Das mindert auch den Wert des Hauses und die steuerliche Belastung beim Kaufen für meine Tochter. Also das muss man denken. Mit einem Anwalt, mit einem Steuerberater, da muss man sich schlau machen. Ja. Brecht es nicht über die Stange. Das kann ich jedem nur raten. Das müsst ihr genau überlegen. Und ja. ja, wenn da noch auf so ein Haus ein Titel drauf ist, dass man sagen kann, zur Not, bla bla bla. Ja. Dann kann die Tochter das Haus auch nicht einfach verkaufen. Das mindert den Wert. Und das kann man natürlich ja. auch so, das muss man genau überlegen. Wie sind die ja. Freibeträge? Ist es ein Kind aus erster Ehe vielleicht mit einer anderen Partnerin? Und also ich kann jedem nur raten, das genau anzugucken, damit man nicht nachher irgendwo blöd da steht. Und zu glauben, naja, ich bin dann eh in Thailand, ja. mich kriegt keiner mehr. Nee, das... Spätestens, ja. wenn, er, ja. wenn der, also bei mir ist jetzt gegen Anfang nächsten Jahres mein Pass fällig, das ist Ende des Jahres, muss ich mich drum kümmern. Ja. Spätestens dann. Also das muss also wirklich gut durchdacht werden. Ja, und, man kann nicht alles planen, aber man muss halt so viel planen, wie es ja. irgendwie geht. Ne? Und es gibt auch viel zu viel Fallstricke, denke ich mal, in Deutschland durch die ganze Bürokratie. Man kann nicht an alles denken. Also da auf jeden Fall professionelle Hilfe durch einen Steuerberater, durch ja. einen Rechtsanwalt, wie auch immer, ist vielleicht einzuholen. Noch mal, ne? Wir waren jetzt beide selbstständig in Deutschland. Ist auch nochmal eine andere, als wenn man irgendwo als Angestellter war. Dann muss man nochmal mehr Dinge bedenken als Selbstständiger. Ja. Thema Krankenkassen und. Ja. Ja, aber ich kann es jedem nur raten, ja. sich also wirklich professionelle Hilfe zu ja. holen. Ne? Das ganze Thema Krankenversicherung, sich im Vorhinein anzugucken, wie will ich mich denn im Ausland hier in Thailand krankenversichern, was kostet das, in 10 Jahren? Ja. Wenn ich nicht mehr ganz so jung und knackig bin, kann ich mir das dann leisten? Ich habe eine Krankenkasse hier, die wird nicht teurer, solange ich die nicht nutze. Also da gibt es eine Klausel bei dieser Krankenkasse. Wenn ich die nicht in Anspruch nehme, bleibt auch der Beitrag gleich. Ja. Deswegen habe ich zum Beispiel letzten Monat, ich hatte vorher bei meiner Bank eine abgeschlossen, habe jetzt eine neue gemacht, ja. eine ordentliche Unfallversicherung, damit ich, wenn ich mit dem Motorrad auf die Nase lege und habe eine Kleinigkeit, damit nicht zu meiner Krankenkasse rennen muss. Weil wenn die jetzt 3% teurer wird auf 10 Jahre, dann ist das richtig viel Geld. Dann zahle ich doch lieber 3.500 Baht im Jahr für eine Unfallversicherung noch on top. Mhm. Ja. Nutzt die Krankenkasse nur, wenn irgendwas Schlimmes ist. Sicherlich, ja. ja. Und macht den Rest dann zur Not mit einer Unfallversicherung. Ja. So, das sind aber alles Dinge, die muss man sich genau überlegen. Im Vorfeld am besten. Im Vorfeld am besten, bevor was passiert, genau. Ja, und so habe ich dann. Und dann kann man natürlich auch, so wie ihr das ja jetzt auch macht, sonst würdet ihr das Video nicht gucken. Man kann sich auch den einen oder anderen Topis bei YouTube angucken. Genau, und genau zu diesem Thema habe ich auch noch mal ein Video gemacht über Krankenkassen, auch über ein Vergleichsportal, wo man sehen kann, was kostet die Krankenkasse, was ist versichert, wie viele Krankenversicherer gibt es. Dieses Video verlinke ich euch mal hier oben. Das könnt ihr euch auch noch mal gerne anschauen. Da sind viele, viele interessante und hilfreiche Tipps drin. Aber
Aber ja, was ich halt sagen will, das ist immer individuell. Jeder steckt natürlich, den anderen Schuh. Ja, und die Schuhe des einen passen dem anderen noch lange. Aber gerade Thema Krankenversicherung, wie gesagt, ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ja. Und sehr individuell. Das hängt von jedem seiner Vorerkrankung, Lebenssituation du, und so weiter ab. Ne? Der ganze Kram. Ja, ja. Ja. Das hat sogar teilweise damit zu tun, was deine Eltern für Krankheiten haben. Genau, deswegen kann man das nicht pauschalisieren. Kann man nicht, geht nicht. Ne? Geht nicht, weil das kommt ja ganz oft. Ich hatte es jetzt bei Facebook wieder, ja. Bei irgendeiner Gruppe hat wieder einer geschrieben, wie viel Geld brauche ich, um in Chiang Mai gut zu leben? Ja, ja, Leben ist auch relativ. Ne? Ja, es ich lebe hier gut mit ganz wenig Geld, aber in Chiang Mai selber könnte ich von dem Geld nicht gut leben. Und was ist gut leben? Für den einen gehört gut leben ganz andere Sachen dazu, wie für dich oder für mich. Ja. Oder, das ist halt sehr individuell. Ja. Ne? Und von daher kann ich jedem nur sagen, das stimmt wohl, aber... Das ist verlässlich, aber man muss sich selber kümmern. Das ist ganz klar. Das hängt auch von jedem selber ab. Ja. Aber ich sag mal, mit den Videos hat man vielleicht erstmal so ungefähr einen groben Richtwert, wie es sein könnte, wenn man jetzt überhaupt keinen Einblick jetzt hier in den thailändischen dafür ist das Sachen gut. haben. Dafür so, ist das gut. Ne? Ja. Dafür ist, aber dann muss man eben selber gucken. Ich habe ja so eine Videoserie bei mir seit 1.1. diesen Jahres. Mache ich jeden Monat ein Video. Was habe ich letzten Monat ausgegeben? Mhm. Ne? Weil ich dann gesagt habe, okay... So, dann machst du es halt mal transparent. Ich schreibe alle Kosten auf. Mhm. Jeden Bart, den ich ausgebe, schreibe ich auf ins Handy. Und dann mache ich einmal im Monat mal so eine Zusammenfassung. Ne? Und diesen Monat kann ich jetzt schon mal ankündigen, war es extrem teuer, weil wir für Sopar eine neue Krankenkasse gemacht haben. Und die ist für Sopar auch nicht billig. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die Sopar ist doch Thailänderin. Ja, doch die 30 Baht, die hat ja die staatliche Versicherung hier. Warum machst du denn da überhaupt was? Aber das ist dann wieder individuell. Ich fände das nicht richtig, dass ich hier eine private Krankenversicherung habe, meine Frau nicht. Dass die dann irgendwo im Schlafsaal liegen muss mit 20 Leuten und ich gehe ins Privatzimmer. Das kann ja nicht sein. Also ich, ja, das stimmt, aber da tickt halt auch wieder jeder anders. Ja, na klar. Ja? Ja, ja. Und deswegen, das meine ich, man kann sich grob orientieren, aber um dieses sich selber kümmern, kommst du nicht. Nein. Das ist zwar lästig, aber ist so. Ne? Also generell das Thema Auswandern. Also Thailand ist auch nicht so ein Nanny-Staat, wie es vielleicht in Deutschland so ist. Genau. Also hier ist in jedem Bereich Eigeninitiative gefragt und eben auch Nachdenken gefragt. Das muss man natürlich auch mit berücksichtigen. Mhm. Und wer das nicht mag, der muss dann also vielleicht überlegen, ob er herkommt. Viel mehr für dich selber verantwortlich. Genau. Ne? Ja. In allem. Ja, genau. Richtig, ne? Ja. Also es wird hier fast nichts abgenommen. Ja, vom Staat schon mal gar nicht, ne? Nee. So, du musst deine Pflichten erfüllen. Ja. Musst dir an die Regeln halten. Ja. Hat aber auch den Vorteil, weitestgehend lassen die dich auch in Ruhe. Das stimmt, ja. Stimmt. Also dafür hast du sehr viel Freiheiten hier. Das stimmt. Ich empfinde das zumindest. Ja, das stimmt, ja. Also man kriegt also hier nicht pausenlos. Also wir bauen jetzt hier noch an. In Deutschland müsste ich jetzt einen Bauantrag stellen und tralala. Ja. Hier in Thailand ist es nur eine Erweiterung von einem bestehenden Haus. Der mehrere Wochen oder Monate dauert, der Antrag. Ne? Genau. Hier ist es, wenn ich ein bestehendes Haus erweitere, kein Ding. Du kriegst ja auch keine Post irgendwie ständig oder sowas. Ne? In Deutschland habe ich immer das Gefühl gehabt, jeder, der irgendwie was zu melden meint zu müssen, hat ja irgendwas geschrieben, geschickt, Post. Aber ich habe hier jetzt in anderthalb Jahren noch nie einen Brief hier bekommen. Ne? Schwank aus meinem Leben. In Deutschland irgendwann kam der Abgabenwasserbescheid für das Wasser, was auf dem Grundstück runterkommt, muss Abwasser bezahlen. Ne? Habe ich auch, ja. Mit Dachfläche und alles solche Sachen kommen da zusammen. Ja, ich sag so, Papa, was ist das denn? Ja, ich sag, das ist das Regenwasser bei uns im Garten. Da, was in die Kanalisation geleitet wird dann. Sagt sie, ja, nicht nur. Hm? Nicht nur. Das ist ja auch versickert. Aber du hast halt so und so viel Gartenfläche. Sickerwasser, Genau, muss halt bezahlen. Ne? Genau. Der sagt, super, wie, das muss ich bezahlen. Ja, ich sag, super. Habe ich auch bekommen damals. Das ist auch schon 2 Jahre her oder 3 Jahre. Ja, genau. Ich sag, da müssen wir bezahlen. Ne? Ich muss jetzt für den Regen bezahlen. Ja. Das hat die überhaupt nicht verstanden. Ne? Die hat gedacht, ich will sie verarschen. Ne? Nee. Sag, super, das ist hier, das ist Wasser und... Das ist, kann ja nicht sein, doch, das ist so. Ne? Ja, auf die Idee musst du erst mal kommen. Auf die Idee musst du erst mal kommen, genau. Ja, gut, kleine Anekdote am Rande. Genau, das ist halt hier, anders. Das ist halt hier anders. Ich meine, wir müssen auch für dieses Grundstück hier, wir haben 10,5 Reihe, 17.000 Quadratmeter etwa, müssen auch Landsteuern bezahlen. Das sind so 170 Euro Baht im Jahr. Baht? Ja, das ist 170 Baht, das sind ungefähr 4 Euro. Landwirtschaftliche Fläche, ne? Das ist nicht teuer. Ne? 4 Euro? Ja, genau. Ungefähr? Genau. Okay. Und du musst, das ist aber wichtig, du musst das machen und wenn die, glaube ich, ich weiß aber nicht genau, wenn du so und so lange drüber bist, fällt das Land wieder zurück an den Staat. Mhm. Da gibt es auch irgendeine Regel. Das wusste ich auch nicht.
Weil wir haben das Land ja ewig gehabt, wir wussten das nicht. Ja, ne? Ja, ja. Und dann sind wir irgendwann, das hat jemand gesagt, und oh Gott, da sind wir dann in das Amt gegangen. Da hatten wir aber Glück, die Dame, die da saß, mit so ein paar zur Schule gegangen. Ja, sagt sie, ihr seid ja freiwillig gekommen. Haben wir dafür 3 Jahre nachbezahlt und der Rest ist uns erlassen worden, weil wir im Ausland waren. Und okay. Total nett. Okay. Ja. Ja gut, also es gibt nicht nur in Deutschland juristische oder bürokratische Fallstricke, das gibt es natürlich hier genau. auch. Genau, ne? das ist das eine, Auswandern aus Deutschland. Ja. Ja, aber unterschätzt bitte das Einwandern nach Thailand nicht. Thema Visum, Thema Krankenversicherung, Thema 90-Tage-Meldung, Thema TM30. Also ihr müsst euch anmelden, wenn ihr irgendwo seid. Das stimmt, ja. Führerschein, Fahrzeugversicherung, Unfallversicherung, was haben wir noch? Drohnenversicherung, tralala, Hobbys, ja, das ist, musst du aber machen. Ja, das stimmt, Musst du machen. Also die Bürokratie gibt es hier natürlich auch. Ne? Genau. Das darf man jetzt natürlich nicht wegdiskutieren, nur weil ich gesagt habe, ich habe jetzt in 1,5 Jahren keinen Brief hier bekommen. Also das darf man natürlich nicht unterschätzen. Es gibt keine Briefe, aber man muss natürlich auch zu sämtlichen Ämtern hin, wenn man was möchte, anmelden, ummelden, abmelden. Das, ja, und in Deutschland ist ja so, die Versicherung, sag mal, ist zu Ende und dann kommt die neue Rechnung und dann geht's weiter. Hier, wenn du die Versicherung, also meine alte Unfallversicherung, die war jetzt schon 2 Monate abgelaufen, das habe ich gar nicht gemerkt. Mhm. Weil die geht von Datum X bis Datum Y, das habe ich bezahlt. Und dann hört die auf. Und wenn ich mich nicht drum kümmere, dann habe ich halt keine mehr. Ja, genau. Ja. Die verlängert sich also nicht automatisch. Genau. Das ist mit der Kfz-Versicherung auch so. Genau. Ne? Also, genau. Ja. Muss man darauf achten, sonst hast du keine mehr. Hier muss man sich selber kümmern. Ja. Das stimmt, ja. Ja, ich habe so einen Ordner, da sind die ganzen Versicherungsdinger drin, da ist ein DIN-A4-Blatt vorne drauf, da steht immer drauf, Monat sowieso das und das kümmern, Monat sowieso das und das kümmern. Ja, ist das Beste. Ja, dann kannst du's auch. Im Handy habe ich es auch nochmal, aber ich habe es auch immer nochmal auf Papier. Mhm. Also das ist schon so. Also da kann man über Deutschland sagen, was man will. Das ist in jedem Land so, dass gewisse Dinge irgendwie geregelt sein müssen. Ja, natürlich, ne? Geregelt, das ist ganz klar. Das ist hier genauso. Ja. Aber nichtsdestotrotz, das Thema ging ja darum, um in Deutschland auswandern, abzumelden, aus Deutschland auswandern, abmelden, genau. Ja. Und das Fazit ist auf jeden Fall, denkt über alle Sachen drüber nach. Lasst euch auf jeden Fall professionell beraten, vom Steuerberater oder von einem Rechtsanwalt. Da führt kein Weg dran vorbei, weil sonst kann es sein, dass man in nicht allzu ferner Zeit, Monaten oder Jahren dann wirklich Probleme von Deutschland aus. Vielleicht als Tipp, was man noch machen kann, es gibt auch Bücher, die sich mit dem Thema beschäftigen, wo so Checklisten drin sind. Die gibt es auch. Kann man mal ein bisschen recherchieren. Ich habe sie sogar hier und da mal in meinen alten Videos noch verlinkt. Muss ich mal gucken, ob ich den Link noch finde, dann schicke ich dir den. Ja, kann ich gerne mit unten reinsetzen. Es gibt so Bücher. Ja, macht euch da einfach mal schlau. Wofür gibt's Google? Ja, also googelt da mal Beratung für Auswanderer und nicht unbedingt bei irgendeinem zwielichtigen Ding auf den Bermudas eine Auswanderungsberatung buchen, sondern vielleicht wäre es dann schon sinnig, das bei einer gemeinnützigen Organisation in Deutschland zu machen oder bei sowas wie der Caritas oder so. Die ansässig sind und sich auch auskennen. Ne? Ja, die dann zur Not auch haftbar gemacht werden können für das, was sie gesagt haben. Ja. Irgendeine Bermuda LLC, da steht es halt da, hast du Pech gehabt. Ne? Ja. Genau. Also macht euch schlau, das ist zwar lästig, das hilft alles nichts. Einfach nur in den Flieger klettern und hier rüber, das ist nicht gut. Ne? Nein, ist nicht gut. Ne? Nein. Auf Dauer geht das nicht. Und hinterlasst keine Schulden, keine halb ausgebrüteten Eier, irgendwelche Dinge. Ihr müsst alles regeln vorher. Ja. Das fällt euch am Ende alles wieder auf die Füße. Das kommt alles doppelt und dreifach zurück. Ja. Und was man jetzt zum Abschluss vielleicht noch sagen könnte oder müsste, in ein Land auswandern, was man auch vielleicht kennt, wo man sich vorher schon mal längere Zeit aufgehalten hat. Hier in Thailand, hier in Thailand zum Beispiel, dass man hier auch wirklich mal ein paar Monate gelebt hat und nicht, dass davon ausgeht, wenn ich hier jetzt 2 Wochen Urlaub in Phuket gemacht habe, dass das Thailand ist. Das ist natürlich nicht so. Ne? Also das sollte man sich auch drüber im Klaren sein. Also es ist total easy. Leben anders ist als der Urlaub. So 90 Tage kannst du, ich glaube 30 Tage kannst du sowieso, dann kannst du nochmal 30 Tage verlängern, 60 Tage. Ja. Mhm. 2 Monate, du kannst auch ein Touristvisum für 90 Tage beantragen. Ja. Mietet euch irgendwo ein kleines Kondo für 3 Monate außerhalb der Touristenzeit. So eine Wohnung. Ne? Eine Mietwohnung, genau. Gibt es jede Menge Videos zu, auch bei mir. Ich habe mit Perfect Home da zig Dinge angeguckt. Mietet euch irgendwo so ein Ding, so ein Häuschen oder in so einem Muban, wo ihr seid. Genau. Irgendwo ein Homestay draußen. Ja.
kommt auch mal her, wenn hier die heiße Saison ist, wenn März. Hier die Burning Season ist, wenn hier alles voll Rauch ist oder so mal März, in der April Regenzeit. Ist das, ne? Genau. Ja. Jetzt gerade ist es gar nicht so heiß, aber wir haben ungefähr 1 Million% Luftfeuchtigkeit. Du sitzt hier das und ölst, ohne dass du dich bewegst. Also, ja, kommt ihr mit der Temperatur klar? Kriegt ihr einen Ausschlag, weil hier zu irgendeiner Jahreszeit irgendwas blüht, was ihr nicht vertragt? Das hatte ich am Anfang. Ja. All diese Dinge. Ja? Also ich kann auch jedem nur raten, nicht direkt alle Zelte abbrechen. Ich meine, ich habe 99 hier geheiratet und so lange komme ich schon regelmäßig hier hin. Bei mir war schon relativ klar, auf was ich mich einlasse. Mhm. Ja, aber das ist schon so, wie du gesagt hast, durch die hohe Luftfeuchtigkeit hier, gerade jetzt zur Zeit, wo die Regenzeit ist, das ist natürlich auch ein Erlebnis, das man mal erlebt haben muss, wenn man nicht mal ein Fenster zum Lüften aufmachen kann, weil dann die Kopfkissen feucht sind am Abend. Weil die T-Shirts im Schrank schimmeln. Genau, das ist natürlich auch eine Sache, das muss man auch mal erlebt haben. Ja. Und daran kann man dann auch mal feststellen, ist das jeweilige Land das, ob es Thailand ist oder ein anderes, ist das was für mich oder nicht? Ne? Genau. Deswegen länger da bleiben. Genau. Naja, das glaube ich auch. Also ich glaube auf jeden Fall, dass man es mal antesten sollte oder wenigstens ein paar Jahre Erfahrung haben sollte. Ein, zwei Mal Urlaub hier machen reicht nicht, um hier leben zu können. Ne? Da wirst du schnell wahnsinnig. Ja. Thailand ist auch kein wirkliches Einwanderungsland. Ne? Das ist jetzt auch kein Land, wo man sagen kann, die freuen sich, wenn da jemand kommt. Da sind andere Länder, glaube ich. Und dann ist das hier auch kein Land mit der Sprache. Ne? Als Deutscher kann man vielleicht noch einigermaßen Englisch. Ja. Wenn man dann in ein Land geht, wo viele Leute gut Englisch können, ist es nochmal viel einfacher. Ja. Sprachbarriere muss man auch mit berücksichtigen, gerade hier. Ne? Man kann ja hier nicht mal die Buchstaben lesen. Das ist unterscheidet sich ja sehr stark. Wie findest du das? Wie findest du den Eisenwarenladen? Wie findest du die Dreherei, die dir eine neue Achse für deinen Trecker macht? Ja. Lesen kannst du die Schilder nicht. Nein. Du musst halt hingehen das mit deinen drei Worten Thai und mit Google-Übersetzer und das dauert dann mal 3 Tage, bis du das gefunden hast. Ne? Das stimmt, ja. Also hier ist auch vieles schwieriger und das muss man wissen, ob man das will oder nicht. Ne? Genau. Ja. So, genug gepredigt. Genau. Also, dann kommen wir zum Schluss von dem Video. Stefan, vielen Dank, dass wir das Video heute gemacht haben, dass du dir Zeit dafür genommen hast. Ich durfte dir ja meine Farm zeigen. Ja, danke. Das kommt auf meinem Kanal, dann Farmrundgang mit Besuch. Ja. Ja. Mhm. Ja, so helfen wir uns beide ein bisschen. Du zeigst ein bisschen das Landei. Genau. Und ich zeige, wie ich der Stadtmaus hier das Land gezeigt habe. Ja, ja, genau so sieht's aus. Euch danke fürs Zusehen. Yes, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like und ein Abo da und kommentiert bitte auch das Video. Uns würde natürlich auch mal interessieren, wie ihr die ganze Sache, Thema Auswandern so seht. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao. Tschüss, seid nett zueinander.